Grüezi, im Namen von Mantoreisen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Gerne tauchen wir gemeinsam ab in die Unterwasserwelten von verschiedenen Weltmeeren. Faszination Meer. Sie lockt Millionen von Menschen an, ist Grund für ganz, ganz viele Ferienreisen. Zum Baden, aber für mich und für viele andere auch, liegt die wahre Faszination unter der Wasseroberfläche. Es ist eine Motivation, die Welt unter dem Meeresspiegel mit Masken und Flossen sich in die Flut zu stürzen oder eben das Tauchen zu erlernen. Das entfacht eine Leidenschaft, die einem das Leben lang begleiten kann. Die meditative Ruhe, Wehrlosigkeit, Entspannung, aber auch Spannung und Adrenalin sind einfach Emotionen, die der Aufenthalt in der Unterwasserwelt auslöst, die ganz, ganz tief gehen. Und natürlich auch Themen, die interessieren, wie zum Beispiel die Fotografie, die in der Zwischenzeit ja auch ein wichtiges Element ist im Bereich vom Unterwassersport. Es sind vor allem Korallengewässer, die uns anlocken und faszinieren. Sie beherbergen die grösste Vielfalt an maritimen Lebensformen. Während das offene Meer oder karge Sandflächen eher rar sind von Leben, pulsiert an den Korallenriff das Leben. Rund um den Äquator finden wir Korallenbewuchs. Bei Temperaturen ganzjährig zwischen 20 und 30 Grad und idealen Bedingungen, die das Korallenwachstum begünstigen. Als Taucher und Storcher streben wir nach schönen, nach einmaligen Begegnungen mit den Meeresbewohnern. Zum Beispiel mit den Schildkröten, wie wir sie vom vorherigen Bild gesehen haben, oder mit Fischschwärmen, die sich wie von magischer Hand hin und her bewegen, dicht konzentriert wie Wolken. Oder halt eben auch Grossfische. Die bescheren einem, wenn man es dann mal sieht, ganz, ganz unvergessliche Momente. Ohne Scheu, ganz nach ihrem eigenen freien Lebensraum. Majestätische Momente, die man so schnell nicht mehr vergisst. Oder halt Begegnungen mit dem Walhai, mit dem grössten Fisch der Welt. Auch das ist möglich. Natürlich braucht alles ein bisschen Glück, das ist klar. Aber mit ein bisschen Planung kann die Wahrscheinlichkeit steigen und das gilt nicht nur für Taucher, sondern halt eben auch für Schnorcher. Darum nehmen wir sie mit auf eine zackige Reise rund um den Globus in die verschiedenen Weltmeere. Zeigen ihnen Gebiete auf, die sich einerseits zum Tauchen lohnen, aber auch, die für die geeignet sind, die nur mit Maske und Schnorchel das Meer erforschen. Ich stelle mich an dieser Stelle kurz vor. Mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Geschäftsführer von Mantareisen. Seit vielen Jahren in dieser Firma tätig, tauche seit 1995 und habe seither diverse Regionen auf meiner Reise können erforschen, über und unter Wasser. Mein Herz schlägt sicher ein bisschen für Indonesien, das muss ich zugeben, und natürlich auch für die Malediven. Die nehmen bei mir ganz, ganz einen grossen Stellenwert ein, aber es gibt noch ganz viele andere tolle Tauchdestinationen, die mir sehr am Herzen liegen, die wir Ihnen wärmstens empfehlen können. Was dürfen Sie von dieser heutigen Präsentation erwarten? Einleitend stelle ich Mantareisen ganz kurz vor. Bringe nachher ein paar allgemeine, wichtige Informationen zum Thema Schnorcheln und Tauchen. Und dann fangen wir unsere Reise an. Gehen von Madeira im Atlantik in die Karibik, nach Bonaire und Curaçao, auf Ägypten, tauchen gemeinsam ab auf den Malediven, gehen nachher in Indopazifik, besuchen dort Philippinen, am Beispiel von Bohol, und zum Schluss eben mein Lieblingsland Indonesien, wo wir drei Spots im Nord-Sulawesi, Wakatobi und Raja Ampat miteinander anschauen und ich Ihnen Charakteristik und die typischen Eigenschaften von diesen Gebieten, ebenso wie Unterkunftstipps und Möglichkeiten für weitere Aktivitäten neben Sport im Wasser, möchte ich vermitteln. Wir sind Mantareisen. Seit 40 Jahren ein Spezialist für den Indischen Ozean und für Tauchreisen und Schnorcheln weltweit. Heute etwa 27 Leute, ein bunt durchmischter Haufen mit einem grossen gemeinsamen Nenner. Und das ist die Leidenschaft für unsere Destination im Indischen Ozean oder eben für die Unterwasserwelt, Tauchen und Schnorcheln weltweit. Mit einem Team, das alle Taucher betreut natürlich, das selber taucht und Destinationen wie im Indischen Ozean aus eigener Erfahrung. Wir legen grossen Wert auf Qualität. Wir sind Spezialist und wir definieren Spezialisten in dem Sinn, dass wir das breiteste Angebot haben, sondern dass wir das richtige Angebot haben für die Bedürfnisse der Schweizer Kundschaft.
Das ist unser Angebot. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf den Indischen Ozean als führender Destinationsspezialist für Malediven und Sri Lanka. Wir haben auch ein Angebot von Mauritius und Seychellen, vom Guesthaus bis zum Luxusresort. Da steht alles drin für Ihre Bedürfnisse. Und halt eben die Sparte Tiefgang, abgebildet da mit dem Titel vom Magalog-Tiefgang, wo wir die weltweiten Reisen zum Tauchen und Schnorcheln anbieten. Unser Katalog Tiefgang bietet nicht in die anderen Kataloge eine komplette Produktpalette an, sondern es ist eine Art Destinationsfinder. Er zeigt Charakteristik, die typischen Eigenschaften, Highlights von den verschiedenen Gebieten rund um den Globus auf, die wir anbieten. Die verschiedenen Hotel- und Tauchbasen, die wir in diesen Gebieten anbieten, die finden Sie bei uns explizit aufgeführt auf der Webseite von www.manta.ch. Mit dem Bereich Tiefgang, also eben unsere Tauchreisen, bieten wir insgesamt über 20 Länder, über 50 Regionen an, bieten da dabei etwa 160 verschiedene Produkte an, sei das Hotel oder Schiff. Und zwar vom Guesthouse über Appartement zu Resorts in allen Kategorien, primär halt in tropischen Tauchzielen rund um unseren Globus. Kommen wir zu ein paar grundlegenden, aber nicht unwichtigen Informationen zum Thema Schnorcheln. Schnorcheln kann grundsätzlich fast jeder, der bei guter Gesundheit ist, über eine einigermaßen Fitness verfügt und gute Schwimmkenntnisse hat. Das finde ich sicher wichtig. Wichtig ist auch, dass man seine Aktionen und die Risiken, die man eingeht, seinem eigenen Können anpasst. Selbstdisziplin, Selbsteinschätzung ist sicher sehr, sehr wichtig, wenn man sich nicht will, Gefahren aussetzen. Gefahren wie Strömungen, Wellen, oder halt eben teilweise fehlende Kenntnis von Meeresbewohnern, seien das nesselnde Korallen oder andere Nesseltiere wie Quallen, etc. etc. Dazu ist es sicher wichtig, dass man, wenn man geht schnorcheln in Regionen, wo man sich nicht auskennt, auch Fragen stellt. Vielleicht gerade bei der Tauchbasis oder dem Ort, wo man sich aufhält oder bei anderen Leuten, die schon geschnorchelt sind. Als Ausrüstung braucht man nicht allzu viel. Es braucht eine Maske, Schnorchelflossen, klar, je nachdem, nach Wassertemperatur, ein Neopren, der übrigens auch sehr hilfreich ist, wenn es um das Thema Auftrieb geht im Wasser. Wichtig finde ich besonders die Passform der Tauchbrille, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn eine Tauchbrille die ganze Zeit anläuft oder in ein Wasser reinkommt. Darum meine Empfehlung, das ist das Ausrüstungsteil, das ich zuallererst würde, mir selber beschaffen in einem Tauchshop und auch nicht an die Investition würde wollen sparen. Alle anderen Sachen kann man häufig ja auch in der Tauchschule mieten und da spielt die Passform eine kleinere Rolle. Kommen wir noch kurz zu ein paar grundlegenden Informationen, wenn es um das Thema Schnorcheln oder Tauchen geht. Zum Beispiel das Thema Hausriff. Hausriff ist für mich sicher so und so bei der Auswahl vom richtigen Hotel. Ein Hausriff gibt mir die Möglichkeit, ganz individuell und so oft ich will, wenn ich will und solange ich will, meinem Hobby, im Schnorcheln oder im Tauchen können anzugehen. Losgelöst von organisierten Ausfahrten mit einem Boot. Ist natürlich auch für Taucher interessant, dass man zusätzliche Tauchgänge unternehmen kann, ebenfalls individuell neben der organisierten Ausfahrt. Wichtig finde ich, dass es Einstiegsstellen gibt, wo man das Riff gut überqueren kann und in den Bereich gelangt, wo das Riff abfällt, ins offene Meer. Beim Thema Hausriff sicher wichtig, dass Sie sich bei der Tauchbasis informieren, sowohl als Schnorcheln wie auch als Taucher, über die aktuellen Bedingungen und über mögliche Risiken und Gefahren, die dort bestehen. Bootsausfahrten. Sicher eigentlich das A und O, wenn es um das Thema Tauchen geht. Wir haben aber auch viele Unternehmen, die ganz spezifisch Schnorchelausfahrten organisieren. Und es gibt natürlich auch für viele Schnorchelmöglichkeiten, mitzugehen auf den organisierten Tauchausfahrten. Bootsfahrten lohnen sich halt häufig, weil man zu weiteren Gebieten kommt, natürlich weg vom Hausriff, den man sonst nicht entdecken kann. Zu Gebieten, wo teilweise halt mehr Abwechslung bietet und häufig auch qualitativ ein bisschen besser sind. Oder halt über saisonale Highlights verfügen, wie zum Beispiel hier auf dem Bild, wo man einen Mantaplatz besucht. Also Schnorcheln mit dem Boot sollte man auf jeden Fall mal unternehmen für ein bisschen Abwechslung und ein bisschen bessere Qualität. Ist auch immer ein Guide dabei, das macht sicher auch interessant. Wenn man sich aufs Boot begibt, muss man sich einfach bewusst sein, Sonneneinstrahlung, Sonnenschutz und vielleicht auch das Thema Seekrankheit mit berücksichtigen. Das grösste Erlebnis, glaube ich, für die Unterwasserwelt ist häufig die Teilnahme an einer Tauchkreuzfahrt. Auf einem Schiff mit Gleichgesinnten, mit Freaks für die Unterwasserwelt, egal ob Taucher oder Schnorchler.
mit einer Tauchkreuzfahrt 7 bis 10 Tage die besten Tauchspots von einem Gebiet entdecken, qualitativ die besten. Dann ist halt wirklich auch zum Radius auszukommen, dort, wo sich noch Tagestouristen aufhalten und darum auch ein bisschen weg von der Masse zu kommen. Das ist sicher sehr, sehr spektakulär. Jeden Tag 3 bis 4 Tauchgänge, wieso nicht? Tauchen, essen, schlafen. Aber auch für Schnorchel kann es ganz interessant sein, wenn man ein Schnorchel ist, der sich wirklich mit dem Thema Unterwasserwelt möchte beschäftigen und keine Ansprüche hat an grosse weitere Aktivitäten, ist vom Schiff natürlich nicht möglich. Ganz ein tolles Erlebnis. Vielleicht ist nicht jeder Tauchgang möglich, dass man auch ins Wasser geht als Schnorchler, aber es gibt sicher auf jeder Tour meistens die Möglichkeit, auch ein gutes Programm haben als Schnorchler. Teilnahme an einer Tauchkreuzfahrt ist möglich, meistens mit einem Discount halt auf den Preis, wenn man selber nicht tauchen tut. Im Programm von Manta gibt es aber auch immer wieder, je nach Destination, explizite Katamaran- und Segeltouren, wo Schnorcheln ebenfalls ein grosses Thema einnehmen. So, legen wir die Reise los und machen den ersten Stopp im Atlantik, bleiben in Europa und gehen auf die portugiesische Insel Madeira. Madeira ist nicht unbedingt die Destination, die Sie im Kopf haben, wenn es um klassische Tauch- oder Schnorchelgebiet geht. Aber die immergrüne Blumeninsel im Atlantik, die hat durchaus seinen Reiz auch unter Wasser. Sie ist nur wenige Flugstunden von der Schweiz entfernt, Direktflug, und hat das ganze Jahr relativ milde, angenehme Temperaturen, ein angenehmes Klima, dominiert vom Golfstrom. Sehr spektakuläre Landschaften, auch über Wasser natürlich, üppige Natur, Wasserfälle, Täler, von der Steilküste, egal wo man ist, fast immer ein grandioser Blick aufs Meer. Eine tolle Insel für Aktivferien, populär natürlich auch bei Wanderern zum Biken, mit einer Stadt Funchal, die so einiges bietet. Bestimmt nicht die ultimative Adresse für Taucher und Schnorcher, ja, aber für die, die Aktivitäten im Wasser gerne kombinieren mit Aktivitäten an Land, wieso nicht? Der Golfstrom bringt das ganze Jahr ausgleichende Temperaturen, im Winter 18 Grad, im Sommer maximal 25 Grad. Madeira hat sich im Kurzstreckenbereich in der Zwischenzeit eigentlich als Top-Destination für Unterwasserfans etabliert. Unter anderem auch wegen der mehrfach prämierten Tauchbasis vom Manta Diving Center direkt an der Küste von Garayau im Südosten von Madeira. Sentido Galomar und Sentido Galosol sind die Hotels, die hier dazugehören. Es hat zwar keinen Strand, kein Sand, die Steilküste fällt direkt ins Meer ab, wie man es auf dem Bild sehr gut sieht. Die Plattform mit der Tauchbasis ist über einen Lift erreichbar und auf dieser Plattform und auf diesen Felsen haben wir insgesamt 4 Einstiegstellen als Ausrichtung. Markante Felsformationen auch unter Wasser. Lavafinger heisst ein Bereich vom Riff mit vielen Höhlen und Spalten. Der Bereich, wo man dran ankommt über die verschiedenen Einstiegstellen, der langt für mehrere Tauchgänge direkt am Ausriff. Aber wenn man auf dem Bild sieht, tummelt sich da auch immer wieder Schnorchler. Man hat ganz gute Sicht. Es ist manchmal ein bisschen frisch, das ist klar im Atlantik, also vielleicht einen Neopren mitnehmen und ein bisschen schauen oder gewisse Einschränkungen kann es da und da geben, wenn es Wellen hat, dann kommt man nicht immer so gut ins Wasser oder auch wieder raus. Also da kann es manchmal ein bisschen Einschränkungen geben, aber an sich ein relativ breites Gebiet und ein interessantes Gebiet für atlantische Verhältnisse zum Schnorcheln und zum Tauchen. Neben dem Hausriff, wo wir hier haben mit diesen 4 Einstiegstellen, gibt es auch Bootstouren. Die sind vor allem auch für Taucher interessant, für Schnorchel findet die eigentlich nicht statt. Und die gehen dann in benachbarte Tauchplätze vom Garayau Nationalpark, wo ebenfalls sehr spektakuläre Tauchplätze hat. Wichtig vielleicht noch bei dieser Tauchbasis auch bei Schnorchler. Manta Diving ist bekannt und eigentlich eingestellt auf Kurs für das Thema Freediving. Da kann man also sehr gut einiges dazulernen, wenn man als Schnorchler dort ankommt und etwas möchte dazulernen im Bereich Freediving. Das ist ganz ein typisches Bild für das Hausriff und für die Unterwasserwelt auf Madeira. Kein Korallenbewuchs, ein Felsriff mit vielen Höhlen und Spalten, wo sich einige Tiere verstecken. Kleine Sachen wie Krabben oder Garnelen, Bärenkrebs, aber auch ab und zu mal eine Muräne, die zu so einem Spalt rausschaut. Krustenanemonen und ähnliche Bewuchs bringen auch ein bisschen Farbe in die Unterwasserwelt und da und dort finden wir noch schwarze Korallen. Um Madeira herum finden wir vereinzelt auch tropische Fische, zum Beispiel Lippfisch oder Trompetenfisch. Am meisten vertreten sind aber die silbrigen Arten von den kühlen Gewässern im Atlantik. Madeira hat einen guten Fischbestand, auch am Hausriff vom Manta Diving Center und vor allem halt im Nationalpark von Garayau. Da
Da sehen wir zum Beispiel auch grössere Fischschwärme, Abrassen oder Barracudas. Grössere Bewohner, die man in der Unterwasserwelt sehen kann, vor allem halt auch als Taucher, sind insbesondere grosse Exemplare von Zackenbarsch, da und dort einmal ein Rochen. Muränen natürlich auch. In offenen Gewässern kann auch mal ein Manta Mobula oder ein Delfin vorbeischwimmen, aber dafür braucht es doch sehr, sehr viel Glück. Etwas Tauchen und etwas Schnorcheln ergänzt mit dem Angebot vom Hotel, mit den Aktivitäten auf der Insel, mit individuellen Entdeckungen von Madeira per Mietwagen, Unterhaltung und Aktivitäten in der Stadt. Vielleicht durchaus eine Idee, nicht weit und nicht allzu teuer. Also ja, ideal von Mai bis Oktober. Vielleicht ist das eine Idee für Ihre nächste Reise ans Meer. Machen wir einen Schritt weiter nach Westen. Gehen Sie in die Karibik. Und zwar zu den ABC-Inseln. Sie liegen ganz im Süden von der Karibik, unweit von der Küste von Venezuela, etwa 50 km entfernt. Wir nennen sie auch Inseln unter dem Wind, südlich vom Hurricane-Gürtel. Und sie sind darum grundsätzlich das ganze Jahr bereisbar, auch wenn der Sommer und Herbst ein bisschen feuchter und ein bisschen windiger ist. Sie gehören zu den niederländischen Antillen. Man erreicht sie am besten per Flug über Amsterdam. Bonaire und Curaçao gehören zu den ABC-Inseln, wo also eine Aruba dazugehört. Wenn es ums Tauchen und Schnorcheln geht, sind aber definitiv Bonaire und Curaçao die interessanten Adressen. Bonaire und Curaçao sind sich von den Gegebenheiten darum eigentlich auch sehr ähnlich, die Schwesterninseln. Generell kann man sagen, Curaçao ist ein bisschen grösser, aktiver, dichter besiedelt, es ist mehr los, mehr Tourismus. Und der Tourismus beschränkt sich dort nicht nur auf Taucher. Bonaire ist ganz klar die kleiner, die ruhiger, die verschlafener und eigentlich die Insel, die sich primär dem Tauchtourismus verschrieben hat. Beide Inseln sind relativ flach, trocken, verfügen über wenig Vegetation und wenn, dann ist sie sehr savannenähnlich mit Kakteen, mit knorrigen Büschen. Man vermisst eigentlich so das satte, üppige Grün, wie man sich das eigentlich sonst so unter der Karibik vorstellen. An der Küste haben wir meist Felsklippen, also kleine Felsabhänge oder Kieselstrände anstelle von endlosen, weiten Sandstränden. Aber Curaçao wie Bonaire sind umgeben von einem Saumriff, von einem Küstenriff, fast entlang von der gesamten Insel. Es sind meist nur kleine Sandstreifen herum als Strandbereich. Vereinzelt gibt es noch künstlich angelegte Strände, ja. Siedlungen, Hauptstädte und auch alle Hotels finden sich in der Regel im Süden oder im Südwesten von diesen Inseln, also auf der geschützten, auf der windabgewandten Seite. Die Atlantikseite ist relativ rau und eigentlich nicht gut zugänglich. Dort liegen auch all die Tauchspots und Schnorchelspots, die Sie besuchen können. Bonaire wie auch Curaçao haben auch beide je eine vorgelagerte Insel, die heißen Klein Bonaire und Klein Curaçao, die jeweils mit dem Boot erreichbar sind. Da sehen wir ein typisches Bild vom Strand und von dieser Klippe oder Küste. Das Küstenriff ist über weite Teile zugänglich direkt vom Strand aus. Steine am Strassenrand markieren jeweils interessante Tauchplätze. Und die, und das ist speziell auf Bonaire und Curaçao, kann man individuell rund um die Tour betauchen. Am besten halt eben von der Küste aus. Dort nimmt man sich am gescheitsten einen Mietwagen. Mit dem Mietwagen kann man rund um die Küste düsen, überall bei einem geilen Stein anhalten, sein Auto parkieren und dann auf jeder Insel weit über 40 Spots individuell erkunden. Man sagt dem auch Diving Freedom oder eben Non-Limit Tauchen entlang von der ganzen Küste, weil man das 24 Stunden am Tag kann unternehmen kann. Das hat Bonaire sehr bekannt gemacht und Curaçao fährt auch weit im Windschatten mit den gleichen Möglichkeiten. Ist also wirklich ein Paradies für Leute, die sich gerne individuell aufhalten wollen. Und oben links auf dem Bild sehen wir noch so ein Mietauto, ein Pickup, wo man überall mieten kann, das Tauchequipment hinten drauf tun und dann so die Tauchplätze kann erforschen. Die Tauchplätze liegen also fast alle in Küstennähe. Der Einstieg findet von Land aus statt. Wenn man rausschwimmt, und das ist auch als Schnorchel wichtig zu wissen, fällt das Plateau langsam ab auf so etwa 6, 7, 8 bis 10 Meter. Dort kommt dann ein intensiver Wuchs an Korallen und anschliessend ein Steilhang, der tendenziell dann runtergeht auf 20, 25 Meter. Wenn man geht schnorcheln, schwebt man also eigentlich relativ hoch über dem eigentlichen Riff.
Das heisst, man ist vielleicht nicht so nahe am Korallenriff, wie man das an anderen Orten ist, aber trotzdem ist für die Karibik eigentlich eine von den besten und interessantesten Möglichkeiten, auch als Schnorchler die Unterwasserwelt von der Karibik können zu entdecken. Bonaire und Curaçao haben tendenziell sehr wenig Strömung und auch die Brandung und die Wellen halten sich eigentlich meistens sehr in Grenzen und stellen dort eigentlich selten ein Hindernis. Tendenziell haben wir eine sehr gute Sichtweite. Tauchgebiet, also wenn man geht tauchen, sind drum auch nicht allzu schwierig. Wir haben sehr schöne Sandflächen, die durchsetzt sind von Korallen und Schwämmen, Peitschenkorallen. Wir haben vereinzelt wirklich vollständige, flächendeckende Riffstrukturen und vereinzelt dann halt als Taucher in diesen Riffabfällen in eine kleine Steilwand. Die Steilwand hat es vor allem halt eben auch bei den vorgelagerten Inseln, die man mit dem Boot erreicht. Welche sind denn so die typischen Riffbewohner? Typische Riffbewohner sind zum Beispiel der französische Kaiserfisch, Trompetenfisch, Drachenköpf, also ganz viele farbige Rifffisch, typisch für Karibik. Als Taucher ist für mich sicher interessant, vielleicht auch mal ein Seepferdli oder Anglerfisch, den ich entdecken kann, viele kleine Krabben. Und ja, seit 2010 hat es der Rotführfisch auch in diese Region geschafft. Er hat sich ausbreitet in der Karibik, er kommt ursprünglich eigentlich aus dem Indopazifik. Grossfisch sind um Bonaire und Curaçao eher rar. Vereinzelt gibt es natürlich Begegnungen, gerade mit diesen Tarpons wieder auf dem Bild. Jackfish, Groupers, Barracudas, aber ein Stachelrochen, selten mal ein Adlerrochen, ist möglich. Schildkröten vielleicht schon eher, Muränen gibt es natürlich auch hin und wieder. Tendenziell aber sicher nicht unbedingt das Grossfischgebiet. Und beide Inseln finden wir vereinzelt auch Wracks, meist versenkt als künstlicher Riff schon vor langer Zeit. Sowohl kleine Wracks in Küstennähe, die man auch gut beschnorcheln kann, wie teilweise auch grössere, imposante Wracks in grösseren Tiefen mit sehr, sehr schönem Bewuchs. Interessant sind aber eben auch teilweise Strukturen wie das Saltpier auf dem Bild, das wir vorher gesehen haben, die sehr schöne Lichtspiele geben, wo sich Fische dann ansammeln und wo dann Stelzen ebenfalls sehr schönes Korallenwachstum vorhanden ist, mit vielen Schwämmen, wo es sehr, sehr schöne Farben gibt und sich Fische sammeln. Also künstliche Riffstrukturen sind auf Bonaire interessant und auch vertreten. Wie gesagt, auf Bonaire und auf Curaçao, das eigentliche Highlight ist sicher der Diving Freedom, also das individuelle Erforschen von Küstenriff, sowohl als Taucher wie auch als Schnorcher. Man hat aber eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bootsausfahrten zu machen. Fast alle Tauchbasen und Hotels bieten das auch an, natürlich gegen einen Aufpreis. Häufig sind es aber genau die gleichen Tauchplätze wie die, wo man von der Straße aus mit dem Mietauto kann besuchen. Es ist einfach natürlich einfach bequemer im Ablauf. Und natürlich, wenn man zu den Inseln geht, zu den vorgelagerten, ein bisschen Bonaire oder ein bisschen Curaçao, wo die Unterwasservegetation her schon sehr, sehr schön sind, da muss man natürlich mit aufs Boot. Und das Boot bietet natürlich auch immer Begleitung durch einen Guide. Also insgesamt Bonaire und Curaçao sicher sehr spannend, wo man auch breite Auswahl hat an Unterkünften. Zum Beispiel hier auf dem Bild auf Bonaire, das Body Dive Resort, ein typisches Taucherhaus mit 72 Zimmern und Apartment, absolut geeignet für Individualisten mit zwei Restaurantpools, einer eigenen Autovermietung, soliden Unterkünfte im Mittelklassebereich. Das ist sicher eine gute Unterkunft als Taucher und auf Schnorchel auf Bonaire. Das ist auch ein Haus, wo man das sehr gut kann. Oder wenn man zum Beispiel auf Curaçao geht und dort eine kleinere, sympathische, familiäre Anlage sucht, die ein bisschen weg ist vom Trubel und von der Hauptstadt von Curaçao, wäre zum Beispiel das All West Apartment sicher eine interessante Lösung. Das sind insgesamt nur 12 Zimmer, Selbstverpflegung mit mehreren Restaurants und auch Supermärkten in der Nähe. Das ist sicher ein Mietauto sehr empfehlenswert. Aber für ruhige, individuelle Ferien ganz ein toller Tipp. Neben dem Tauchen kann man auf diesen Inseln einiges unternehmen. Wir haben auf beiden Inseln die Hauptstädte. Das ist Wilhelmstad auf Curaçao oder Krallendijk auf Bonaire. Auf Krallendijk auf Bonaire ist natürlich wesentlich kleiner als in Curaçao die Hauptstadt. Aber wir finden dort eigentlich Restaurants, Geschäfte, kleinere Sehenswürdigkeiten wie Kirchen oder Museen, die man besuchen kann. Man kann ja gut flanieren an diesen Orten. Über die Inseln verstreut finden wir diverse Spuren aus der Kolonialzeit, die man anschauen kann. Es hat aber auch diverse Nationalparks, schöne Wanderungen durch Dünen, Mangroven, Salzseen oder imposante Kakteenlandschaften mit sehr schönen Aussichtspunkten teilweise. Ja. Highlights zum Beispiel auf Bonaire sind sicher noch der Washington's Lap Bay Nationalpark, wo es auch viele Flamingos gibt zum Beispiel.
Oder es gibt vereinzelt auch Buchten, gerade im Süden, wo es noch geeignet sind, sehr gut zum Windsurfen. Auch Kajaktouren sind möglich. Also neben dem Tauchen und neben dem Schnorcheln gibt es doch Möglichkeiten für weitere Aktivitäten. Gehen wir weiter auf Ägypten. Der eigentlich Klassiker im Bereich Tauchen und Schnorcheln. 4 Stunden von der Schweiz entfernt, 360 Sonnentage. Eine Saison, die optimal ist zwischen April und irgendwie Dezember. Dann sind es etwa. Im Sinai, Sharm el-Sheikh, Hurghada oder El-Gezir, Marsa Alam, bis tief in den Süden an die sudanesische Grenze. Es gibt diverse Möglichkeiten zum Schnorcheln und zum Tauchen am Roten Meer. Wo am besten, das kann ich Ihnen nicht sagen, das hängt sicher auch von Ihren Bedürfnissen ab. Hausriff gibt es an vielen Stellen, aber viele Hausriffe sind nicht geschützt. Das heisst, wenn es Wind und Wellen hat, kann dort der Einstieg womöglich verunmöglicht werden. Und Sie kommen nicht so häufig zum Schnorcheln, wie Sie sich das wünschen. Also Bucht, Schutz vor Wind und Wellen, sicher wichtig bei der Wahl von einem Hotel. Ein weiterer Faktor finde ich auch, was wichtig ist zu beachten, ist, was haben wir sonst für Bedürfnisse? Weil es gibt grosse Touristenzentren mit relativ viel Masse am Roten Meer, denke ich an Sharm el-Sheikh oder in Hurghada, haben sie zwar viele Möglichkeiten außerhalb vom Hotel, sie haben als Schnorchel oder als Taucher, gerade auf den Bootstouren oder vorgelagerten Plätzen, hat auch relativ viele andere Gäste an diesen Tauchplätzen, ist manchmal ein bisschen Menschenauflauf. Oder gehe ich lieber weg von den Massen in ein abgeschiedenes Hotel und bin dort dafür in ruhigeren Gewässern unterwegs. Und was will ich? Will ich von Land aus das Meer erforschen? Das gibt nämlich nicht überall in Ägypten vorgelagerte Riffstrukturen oder viele Riffstrukturen. Häufig gibt es auch nur Küstenriffe, die man kann betauchen kann. Also ähnlich wie in Bonaire oder in Curaçao. Das ist vor allem in Dahab, in El-Gezir, in Marsa Alam zum Beispiel so. Wenn man also Bootstauchen will machen, muss man sich eher auf die Region von Sharm el-Sheikh konzentrieren, Hurghada, gewisse Sachen in Marsa Alam oder halt dann ganz tief im Süden, bei der Fury Shoals Region Lahami Bay. Ein weiterer spannender Faktor ist natürlich am Roten Meer auch das Thema Tauchkreuzfahrt. Gerade zu den Inseln in der Mitte vom Roten Meer, die Offshore-Inseln Brothers, Daedalus, Rocky, Sabargat, qualitativ sicher die besten Tauchplätze am Roten Meer, aber auch die anspruchsvollsten, mit den meisten Grossfischen, mit den schönsten Korallen. Das ist sicher etwas ganz Spezielles, aber sicher tendenziell eher der erfahrenen Taucher vorbehalten und sicher nicht unbedingt jetzt jede Tour für Schnorchel zu empfehlen. Das Rote Meer ist das nördlichste Korallenmeer der Welt. Klares Wasser, 21 bis etwa 30 Grad das ganze Jahr. Es gibt keinen Fluss, wo dort reinmündet, es ist relativ tief. Das sind alles Gründe für das doch sehr klare Wasser. Wir haben alle Arten von Korallenriffen, flache Korallengärten, steile Drop-Offs und halt eben auch Korallengärten, die hervorragend für Schnorcheln geeignet sind. Hausriffe gibt es an ganz vielen Orten. Wie vorher schon gesagt, wichtig ist Buchtschutz vor Wind und Wellen. Bootsfahrten, ja, fast überall natürlich, auch häufig willkommen bei den Schnorchlern. Oft gehen die den ganzen Tag. Man ist also den ganzen Tag draußen, ist dann zum Mittag auf dem Boot. Das Rote Meer kann aber wellig sein, Boote sind häufig Holzboote, auch das sollte man berücksichtigen, dass man unter Umständen mit dem Thema Seekrankheit sich muss auseinandersetzen. Durchschnittlich haben über 20 Leute Platz auf so einem Tauchboot. Das Rote Meer ist nicht ein Gewässer, das sehr starke Strömungen hat tendenziell. Also es ist eigentlich auch relativ einfach zum Betauchen. Und auch als Schnorchler, wenn man die Wellen nicht so hat, ist es eigentlich auch relativ einfach, um die Buchten zu beschnorcheln. Ausser eben die Tauchsafaris, Brother Islands und so offshore, dort reden wir doch von sehr, sehr anspruchsvollen Gewässern. Korallen, ja, das sind die grossen Stärken des Roten Meer. Typisches Bild von Ägypten, dicht besiedelte Korallenriff, Licht, hell, Sonnenschein, toller Bewuchs bis an die Wasseroberfläche. Millionen von kleinen Fischen, von Barsch, ein Aquarium-Feeling. Das sind sie so ein bisschen, die typischen Riffbewohner vom Roten Meer. Nebenbei halt noch Steinfisch, Muränen, Barsch, Falterfisch, Trompetenfisch, Skorpionfisch, vereinzelt auch Anglerfisch, oder Highlights wie Flügelrossfisch. Vieles ist möglich am Roten Meer. Natürlich braucht es immer ein Glück. Und tendenziell sind so die Highlights, auch gerade die grösseren Fische, nicht allzu dicht gesät. Also man braucht sicher einmal ein bisschen Glück dazu. Für mich ist die Stärke ganz klar am Roten Meer. Und dort ist es wirklich gut. Ist so das Korallenpanorama, das Aquarium-Feeling. Die vielen farbigen kleinen Fischchen, die rumschwirren, zusammen mit dem klaren Wasser, das macht es eigentlich aus.
Und für die Taucher sicher noch interessant, die tollen Möglichkeiten, die man hat zum Thema Wracktauchen, mit teilweise gigantischen, tollen Wracks, die hervorragend bewachsen sind. Ja, und davon träumen wir voll alle. Das Rote Meer, es wartet immer wieder mit Delfinbegegnungen auf, sowohl Taucher wie auch Schnorchler. Aber natürlich ist auch das eine Glückssache. Gehört aber sicher zu den ganz grossen Highlights, die man erleben kann, auch als Schnorchler am Roten Meer. Oder der Dugong, unten links im Bild. Ein Tier, das man immer wieder mal sieht, gerade in der Region von Abu Dhabi, in der Nähe von Mars Alam, wo das Tier immer wieder anzutreffen ist. Auch das ist sicher eines der seltenen Highlights, die das Rote Meer bieten kann. Und als Taucher, wie schon erwähnt, an den Offshore-Inseln, Brothers, Dedalus, Rockies, Abergad, wo man doch mehrere Haiarten sehen kann, 6-7 pro Tauchkreuzfahrt mit Longimanus und Hammerhai, die auch möglich sind. Also, es gibt schon die grossen Fische am Roten Meer. Eben richtige Planung und ein bisschen Glück gehören aber definitiv dazu. Wenn Sie zum Ferien gehen in einem Hotel, kann ich das eine oder andere auch noch schnell erzählen als Tipp. Ein Klassiker am Roten Meer ist das Mövenpick Resort in Ekesir. Schlichtweg ein Klassiker. Solides, bewährtes, gutes Hotel. Sehr gute Küche, top Infrastruktur, auch der Service ist tiptop. Und es hat einen super Ausriff. Man sieht es hier hinten oben rechts im Bild. Eben eine Bucht, die ganz gut geschützt ist vor Wellen, wenn dann Brandung vorhanden ist. Das heisst, man kann meistens über den Steg direkt ans Ausriff gelangen. Und das Ausriff verfügt über mehrere Routen, die man betauchen kann, über mehrere hundert Meter Riff, die man beschnorcheln kann. Und halt wirklich eines der schönsten Ausriffe ist in Ägypten für beide Aktivitäten. Also wirklich sehr, sehr lohnenswert und intakt. Ganz ein tolles Erlebnis am Roten Meer. Eine zweite Option wäre das südlichste Hotel, das es eigentlich gibt an der Rotmeerküste von Ägypten. Das ist das Hami Bay Beach Resort, gibt es seit etwa 20 Jahren. Immer noch Top-Adresse, gerade wenn es um das natürliche Setting geht. 5 Kilometer lange Privatbucht mit vereinzelten Korallenpatches, die man beschnorcheln kann. So ein bisschen Kinderstube vom Roten Meer, die man dort sehen kann, auch mit sehr schönen Korallen. Da ist man halt vor allem allein abgeschieden im Nichtaussen eigentlich. Hat sehr, sehr wenig Gäste rundherum, sehr wenig Einflüsse von der Welt rundherum. Ist halt so ein bisschen das Naturfeeling und das Abgeschiedenheitsfeeling in einer wunderbaren Bucht, wo man auch sehr gut kiten kann zum Beispiel. Schön an diesem Resort ist halt das vorgelagerte Riffsystem. Fury Shoals wird noch von wenigen Tagesbooten angesteuert und wenn, dann von anderen Tauchkreuzfahrten. Das heisst, man ist in einer Region unterwegs mit Tagesboot, mit sehr viel Auswahl, wo aber doch sich in der Tendenz relativ wenig Leute aufhalten. So, das war es vom Roten Meer. Wir steigen in die nächste Etappe und fliegen in den Indischen Ozean. Malediven dürfen in dieser Präsentation natürlich. Malediven sicher ein ultimatives Gebiet, wenn es auch um Unterwasserfans geht, für Schnorcher und für Taucher. 1200 Inseln, eine Auswahl von etwa 160 verschiedenen Resorts in allen möglichen Kategorien für verschiedenste Bedürfnisse. Da gibt es also ganz ein breites Angebot und bestimmt auch eine passende Insel für sie. Die Szenerie über Wasser, natürlich grandios, fantastisch, macht süchtig, schlichtweg ein Paradies. Wichtig ist sicher, dass Sie eine geeignete Insel wählen, wenn Sie sich dem Thema Tauchen und Schnorcheln verpflichtet fühlen. Auch da komme ich wieder zurück auf das Thema Ausriff. Ein Ausriff, das gut überwindbar ist, eine Lagune, die nicht allzu gross ist, mehrere Einstiegstellen, die vorhanden sind, sodass Sie Ihrem Hobby individuell nachgehen können und nicht auf Bootsausfahrten angewiesen sind. Es gibt ganz viele verschiedene Inseln, natürlich auch mit Ausriff, unabhängig von der Kategorie. Ich bin überzeugt, Sie finden da eine geeignete. Da haben wir ein Beispiel von einem hervorragenden Hausriff, ebenfalls Lily Beach, wo man auch gute Einstiegstellen sieht. Die sind auch wichtig auf den Malediven. Die beiden Schnitte im Riff, vorne, links und rechts. Die Stellen, wo sie das Riff überqueren können. Und in dem Fall von Lily Beach hat eben auch sehr schmale Lagune haben. Das heisst, sie müssen weit schwimmen, bis sie im Riffabbruch sind, dort, wo spannend ist, auch als Schnorchler. Dafür ist halt die Lagune relativ klein und schränkt unter Umständen andere Aktivitäten ein, wie zum Beispiel Wassersport in der Lagune, ist so natürlich nicht möglich. Lily Beach zum Beispiel auch gerade eine Insel, wie Sie sehen, lang und schmal, so ist auch der Riffruck, der drauf ist, weil sie in einem Kanal liegt. Man hat immer ein bisschen Strömung und das sorgt dafür natürlich für ein interessantes Leben direkt am Hausriff. Also eben, auch da, wenn Sie Schnorchel sind, wählen Sie unbedingt eine Insel, die über das Hausriff verfügt. Auch wenn natürlich auch Lily Beach diverse Bootsaktivitäten angeboten werden, für Taucher wie auch für Schnorchler.
Die Unterwasserwelt von den Malediven, was macht sie denn aus? Am Roten Meer haben wir von den Korallen geredet. Das ist auf den Malediven sicher nicht der Fall. Als Folge von diversen Korallenbleichen muss man klar sagen, dass der obere Riffbereich auf den Malediven so von 0 bis 20 Meter relativ stark belastet ist von der Korallenbleiche, sprich viel Schäden vorhanden sind. Die Unterwasserwelt ist schön und intakt, wenn man von Tiefen redet, von 12 Meter abwärts an exponierten Plätzen. Darüber aber gleich ein Vorschnorchelgebiet, weil es halt einfach viel Fisch hat. Alle Arten von Fisch, vom Nemo über Kofferfisch, über die Fisch und ganz viele Möglichkeiten, die Sie hier sehen können. Und dann halt eben die Fischwehr, die einfach ausgeprägter vorhanden sind als an den Destinationen, die wir bis heute geredet haben. Es hat auf den Malediven tendenziell einfach viel Leben im Wasser, viel Fischwärme und viele unterschiedliche Fische. Und das macht es sicher spannend, auch wenn Korallen heute nicht mehr so schön sind wie vor langer, langer Zeit. Das grosse Highlight auf den Malediven, wenn es um die Unterwasserwelt geht, ist aber sicherlich eigentlich der Fischbestand an sich und eben auch das Vorkommen von Grossfischen auf den Malediven. Es ist eigentlich normal, dass wenn sie mal 20, 30 Minuten im Wasser gewesen sind, dass Schildkröte vorbeikommt und auch mal schnorcheln. Es gibt sehr viel Hai beim Schnorcheln, beim Tauchen sowieso. Beim Tauchen in diesen Kanälen kann es vorkommen, dass sie 20, 30 Greifhai aufs Mal rundherum haben. Andere Grossfische, sei das der Napoleon oder der Adlerrochen, Stachelrochen. Grossfisch ist halt wirklich einfach relativ weit verbreitet auf den Malediven im Vergleich mit vielen anderen Gebieten. Und das ist sicher eines der grossen Merkmale auf den Malediven. Dazu gehört auch der Manta. Malediven verfügen über eine Population von über 5000 Tieren, was sich eigentlich das ganze Jahr nicht aufhalten. Und das ist sicher eines der grossen Highlights. Durch ihre Bewegungsmuster, je nach Jahreszeit, kann man auch relativ gut planen, an welcher Seite man zu welcher Jahreszeit intakte Chancen hat, mit diesen Tieren zu schnorcheln oder zu tauchen. Und das bietet doch eine relativ hohe Sicherheit, wenn sie einmal einen Tagesausflug machen oder einen Ausflug zweimal machen, dass sie ja tatsächlich mit diesen eleganten Tieren im Wasser sind. Einzelne Tiere, was es auch angeht, sind Bilder wie die. Das ist das Bild von der Hanifaru Bay im Batol. Natürlich zu der Hauptsaison in unseren Sommermonaten. Eine Bucht, die geschützt ist und wo man auch nicht uneingeschränkt sich kann bewegen kann. Es ist ein Nationalpark. Boote dürfen dort reinfahren, man darf noch mit Guide schnorcheln. Aber man hat da eine Ansammlung, manchmal im Sommer, von Hunderten von Tieren. Und das ist sicher ein ganz einmaliges Erlebnis. Wenn Sie mal Zeugen werden, von dem werden Sie das Leben lang nie mehr vergessen. Also ganz auf den Malediven. Zu dieser Tierwelt gehört auch der Walhai, der grösste Fisch von diesem Planeten. Und ja, so schnell wie man das sicher nicht mehr vergessen, wenn Sie so ein Tier mal gesehen haben. Relativ weit verbreitet auf den Malediven. Es gibt diverse Plätze, wo man immer wieder Walhai sieht. Der Hotspot ist sicher Südareatoll. Dort muss man sich aber auch bewusst sein, dass relativ viele Boote unterwegs sind an diesen Plätzen, an diesen Safaris. Da muss man sich überlegen, ob man das auch so will mitmachen. Als nächstes gehen wir auf die Philippinen. Philippinen, eigentlich eines von diesen Tauchreiseziele, das ganz, ganz speziell ist, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, also für relativ wenig Geld, viel Exotik, viel Paradies, viel Erlebnis, wunderschöne Landschaften, freundliche Menschen, viele Aktivitäten über Wasser und halt eben auch ein tolles Tauchgebiet bietet. Philippinen sind eine typische Winterdestination, die Optimalsaison fängt eigentlich so im November und geht dann bis im Frühling, etwa im Juni. Anreise jetzt in dem Fall, ich zeige Ihnen noch ein Beispiel, Bohol ist halt am schnellsten über Singapur. Auf Bohol ist eine Reisezeit von etwa 20 Stunden. Die Philippinen verfügen auch über ein paar Reiseziele, die doch relativ grosse Massen sich bewegen. Dazu gibt es einen Bereich vor Bohol, die Insel Panglao zum Beispiel. Ich möchte Ihnen aber auf Bohol einen ruhigen, abgeschiedenen Ecke vorstellen, wo ich Schnorcheln wie Taucher ganz, ganz speziell kann empfehlen. Da sehen Sie ein wunderbares Bild von der Region Anda im Südwesten mit dem Hotel Amonini. Entlang von dieser Küste zieht sich über 14 Kilometer ein wunderbares Korallenriff in einer Entfernung von 50 bis vielleicht 500 Meter Distanz zu der Küste. In Anda finden wir ein paar Hotels und es ist auch dünn besiedelt, die ganze Umgebung, aber grundsätzlich ist zu wenig vorhanden, dass man außerhalb vom Hotel viel unternehmen kann. Man verbringt also eigentlich Hotelferien. Eine fantastische Natur, ein tolles Hotel mit einem schönen Strand, eine sehr gute Tauchschule. Ja, und eben auch für Schnorcheln sicher ein toller Ort, weil man hat ein sehr gutes Ausriff.
Und als Schnorcher wird man auch gut betreut von der Tauchbasis. Entweder kann man auf separate Schnorchelboote gehen oder man begleitet Taucher auf ihren Ausfahrten. Da ist man sehr willkommen. Und 3/4 von den Tauchplätzen sind hervorragend geeignet für Schnorchler. Wir finden tolle Korallenwelten in Anda. Ein grosser Artenreichtum an Korallen und an kleineren Reifbewohnern. Für die Taucher ist es sicher die Makrowelt, wo eines der Highlights ist. Die grosse Artenvielfalt in dem Kleintierbereich. Egal, ob das Nacktschnecken sind oder eben Anglerfisch, Geisterpfeifenfisch, verschiedene Arten von Oktopus oder Sepien, Seepferdli, Garnelen, Krabben, Mandarinenfisch. Die Liste hört fast nicht auf an kleinen und seltenen Tieren, die man in diesem Riff kann entdecken kann. Das ist bei Schnorcheln sicher alles nicht so toll sichtbar. Ja, die Schnorcheln freuen sich aber trotzdem eine ganz tolle Exkursion in der Unterwasserwelt. Einfach durch das wunderbare Riffpanorama mit tollen Weichkorallen und Steichkorallen, überall wieder Federsternen, die noch weitere Farben in die Unterwasserwelt bringen. Also wirklich sehr schönes, lebhaftes Panorama. Tauchplätze oder die Schnorchelplätze in dieser Region, da gibt es unterschiedliche. Primär sind es eigentlich Steilwände, die man kann, erkunden kann. Es gibt aber auch flächere Bereiche, Sandflächen, die durchsetzt sind mit Korallenblöcken oder schöne Korallengärten. Da gibt es ganz unterschiedliche Regionen. Es sind aber vor allem die Steilwände, die halt Taucher werden betauchen. Ja, wir haben viele. Ja, an diesem Riff lässt sich ganz viel entdecken. Wir sind in einer Region mit einer unglaublichen Artenvielfalt und das zeigt sich natürlich auch an den Rifffischen. In allen Formen kann man sie entdecken. Größere Riffbewohner sind aber eher rar. Mal ein Barracuda, auch im Schwarm, ein paar Makrelen, Schildkröten ja, aber natürlich nicht so dicht ausgeprägt wie zum Beispiel auf den Malediven. Das vorhanden ist, ja, und auch Hai sind nicht so häufig anzutreten. Aber gleich gibt es da dafür hin und wieder mal eine Überraschung. Zum Beispiel Begegnungen mit Seeschlangen, die in dieser Region vorkommen und wenn man sie zum ersten Mal sieht, sicher ein besonderes Erlebnis ist. Aber halt eben ein Schwärm von Büffelkopf-Papageifisch, wo man sonst nicht so viel sieht an anderen Orten. Grosse Schwärme von Füsilier und Doktorfisch, wie man es sieht auf dem Bild. Also die Riffe, die leben schon. Und hin und wieder, ein paar Mal im Jahr, kommt auch ein Walhai vorbei an dieser Küste, aber da dafür braucht das sicher wieder ein bisschen Glück, betrachten wir es als Bonus, wenn Sie das Erlebnis haben. An sich ist die Region sonst noch interessant, natürlich eben auch für den Tourismus an Land. Bohol ist bekannt für seine Chocolate Hills, Naturschönheiten aus UNESCO-Weltnaturerbe, wo Sie natürlich auch vom Ammoninius sehr gut besuchen können. Was zum Beispiel auch die kleine Tarsierläffli gibt, ganz einen lässigen Ausflug, wenn es nicht allzu viele Leute hat. Sonst kann man Bohol sehr gut entdecken mit dem Ammonini, vielleicht auch die weniger bekannten Seiten von Bohol, die lokalen Dörfer in der Umgebung, die noch sehr authentisch leben, oder man kann Ausfahrten machen zum Lobog River zum Beispiel. Also da gibt es ein paar Tagesausflüge, wo Sie neben den Annehmlichkeiten vom Hotel können geniessen. Das Ammonini Hotel selber, sicher ganz eine tolle Adresse. Ein wunderbar charmantes, kleines Hotel, sehr serviceorientiert, ideal für Ruhesuchende mit viel Privatsphäre und auch Romantik. Ein riesiger Garten, 30.000 Quadratmeter mit vielen lustigen Plätzchen, um sich zurückzuziehen. Ein Pool, ein Spa, sehr gutes Essen und wie gesagt, eben nur 16 Zimmer, aber auch die sind absolut wunderbar eingerichtet. Ich finde das Ammonini ein Tipp. Absolut empfehlenswert für Taucher und für Schnorchler auf den Philippinen, wo wie gesagt über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt. Geht's um Taucher, dürfen Abstecher auf Indonesien natürlich nicht fehlen. Das Land, das so viel mehr bietet als noch Bali. 17.000 Inseln, für jeden Geschmack irgendetwas. Ein Drittel fast vom Erdball, wo das Inselreich umspannt. Kein Land, das mehr Korallenriff hat als Indonesien. Die grösste Artenvielfalt der Weltmeer. Natur- und Inselparadies, Kultur, Vulkane, so viele Argumente, die für Indonesien sprechen. Zahlreiche, renommierte Weltklasse-Tauchgebiete. Wir haben ein paar im Angebot natürlich und nachfolgend zwei im Überblick. Als erstes auf Wakatobi. Wakatobi, ein Paradies im touristischen Niemandsland. Man reist über Bali an.
übernachtet dort einmal und hat dann eigentlich einen privaten Charterflug direkt auf dem Flughafen vom Resort. Durch die Übernachtung in Bali empfiehlt sich natürlich bestens, Wakatobi mit Bali zu kombinieren. Die idealste Reisezeit ist definitiv von März. Das Wakatobi Dive Resort ist eigentlich ganz allein auf einer kleinen Insel, die auch sehr dünn bevölkert ist. Sehr eine idyllische Lage, ruhig und abgeschieden. Ein ultimatives Tauchresort in einer tollen Kulisse, mit einem ultimativen Hausriff. Für Taucher wie auch für Schnorchler. Über x Einstiegsstellen kann man das fantastische Hausriff erreichen. Es gibt zusätzlich kleine Böte, die am Hausriff entlang hin und her fahren, also sogenannte Taxiboote. Und dazu hat man fast 50 Tauchplätze, die sich ebenfalls hervorragend eignen zum Schnorcheln und natürlich ebenfalls grandiose Tauchplätze sind. Wakatobi ist ein Resort direkt am Wasser, gegründet speziell für Taucher, eigentlich ein richtiges Tauchresort. Man kann außer Tauchen und Schnorcheln auch nicht wahnsinnig viel machen. Wir haben tolle Zimmer von relativ Mittelklasse-Bungalows bis zu sehr, sehr luxuriösen Villen, die da zur Verfügung stehen in diesem Naturparadies. Seit der Gründung von Wakatobi haben sie grosse Anstrengungen betrieben, die Unterwasserwelt zu schützen. Es gibt starke Auflagen für die lokalen Fischer und das sieht man auch so, wie die Unterwasserwelt intakt sind. Bilder wie die sind überall möglich, egal wo man ins Wasser geht. Wirklich eine Top-Korallendestination mit sehr, sehr wenig Schäden. Eine intakte Fischwelt, vor allem halt bei den kleineren Fischen, es könnte kaum besser sein. Ich kann es auch nicht besser beschreiben, als die Bilder das sagen. Die Riffe sind wirklich absolut top. Es ist eine der besten Korallendestinationen, die es überhaupt gibt. Wenn man etwas möchte, vielleicht ein bisschen kritisieren, ist, dass die Topografie von diesen Riffen überall ein bisschen ähnlich ist. Es gibt, was Topografie betrifft, nicht allzu viel Abwechslung. Auf die andere Seite kann man eigentlich überall reingumpen, schnorcheln und tauchen, wo man will. Und man sieht Bilder wie auf diesem Viertel. Es ist also wirklich schlichtweg fast überall intakt. Weitere Impressionen wie da, also wirklich Korallen kämpft um jeden Zentimeter am besten Platz am Licht und überall pulsiert das Leben von den kleinen Fischen. Alle Riffe kommen fast bis an die Wasseroberfläche, darum als Schnorchler absolut ideale Bedingungen. Das Hausriff ist schon fantastisch, es gibt aber ein Schnorchelboot, das geht. Also sie haben da ganz, ganz eine grosse Auswahl an verschiedenen Exkursionen, die sie machen können, auch allein schon zum Schnorcheln. Also das Riff, das lebt. Aber das Blauwasser, das ist sicher auch nicht so intensiv und nicht so fischreich, wie man sich das vielleicht würde wünschen oder könnte vorstellen. Auch da, es kann vieles vorbeikommen. Es ist aber in der Tendenz doch relativ spärlich, auch was größere Fische betrifft. Vereinzelt natürlich Barracudas, vielleicht mal ein Mobulas. Das vieles oder fast alles ist möglich. Es liegt aber sicher nicht unbedingt an der Tagesordnung und braucht ein bisschen Glück dazu. Aber das Korallenpanorama macht einfach alles wett. Und in der vorher bei den Philippinen umschriebene Makrobereich ist natürlich sehr, sehr umfassend vorhanden. In Wakatobi kann ich fast alle Tierarten sehen, die es in Indonesien gibt. Egal ob im Seegras oder an den verschiedenen Korallenriffen, da tummeln sich so viele kleine Tierarten, sie sind manchmal einfach sehr schwer zu entdecken in dem üppigen Korallenbewuchs. Also Wakatobi, alles kann, nichts muss, das muss ich sicher sagen, was grosse Fische betrifft. Aber das Korallenpanorama, das ist schlichtweg ultimativ und sie logieren in einem Hotel, wo sich top der Bedürfnis von Taucher und Schnorchler ausgerichtet hat. Wie gesagt, ein absolutes Top-Hotel. Service ist gut, Essen ist gut, man hat sehr luxuriöse Villen, gute Bungalows, Massagen, Spa, insgesamt etwa 28 Zimmer zur Verfügung stehen. Neben dem Tauchen gibt es noch keine Jacke und ein bisschen kein Surfen, sonst halt eben vor allem Fokus auf die Unterwasserwelt. Was aber sicher noch top ist, ist, was wir auf dem Bild sehen, Pelagian, ein eigenes Schiff für Tauchkreuzfahrten, das direkt ab dem Hotel operiert, wo man seine Ferien im Wakatobi Dive Resort kann verlängern mit einer Kreuzfahrt auf dem Schiff. Das wäre sicher der erste Tipp gewesen in Indonesien, in dieser ultimativen Liga zum Tauchen und zum Schnorcheln. Zum Abschluss gehen wir noch ganz kurz auf Raja Ampat. Der heilige Gral quasi in den letzten Jahren in der Tauchszene.
Eine weite Anreise, ja, über Jakarta nach Sorong. Nachher kommt dann ein Transfer dazu. Das geht schnell mal 24 bis 30 Stunden. Raja Ampat, eine Inselwelt zwischen dem Pazifik und dem Indopazifik, gilt als artenreichste Gebiet auf unserem Planet, was die Unterwasserwelt betrifft, sowohl bei den Korallen wie auch bei der Tierwelt. Also eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Tierarten und Korallenarten, die man hier sehen kann. Am besten bereist man die Region von Oktober bis Mai. Wenn man mal in Sorong angekommen ist, geht es dann weiter auf die Insel. Das ist aber auch nicht jeden Tag möglich, sondern meistens beschränkt auf gewisse Wochentage. Einmal in der Woche, wo die Transfers stattfinden, dann weiter in die Resorts. Warum sich so eine lange Reise aber trotzdem lohnt, sehen Sie vielleicht anhand von folgenden Bildern. Über Wasser ein ultimatives Paradies. Ganz dünn bevölkert. Hunderte von verschiedenen Inseln. Eine Region, die absolut intakt ist und unberührt scheint bis heute. Einfach schlichtweg wunderschön. Eine riesige Fläche, ein Naturparadies. Natürlich in der Zwischenzeit mit diversen Hotels und Tauchkreuzfahrten, die es dort gibt. Und der Raum von Raja Ampat ist eigentlich sehr gross. Man hat also doch einige Möglichkeiten weit voneinander verstreut, um die Region zu entdecken. Eine Region, die ich Ihnen möchte aufzeigen, ist Pulau Pef. Das ist ein kleines Archipel an sich, eine einzelne Insel, wo das Resort Raja Fortivas sich drauf befindet. Wirklich eine kleine Inselwelt mit Mangroven, mit Lagunen, ideal für Kajaktouren, mit einem kleinen Strand, mit einem kleinen Berg, mit für einen Aussichtsturm und natürlich auch mit einem tollen Korallenriff. Die Insel da, die gehört einem Resort und das ist sicher ein ganz tolles Erlebnis. Sie buchen da ein Naturparadies und nicht nur ein Hotel. Da eine Impression vom Hausriff zum eigentlichen Resort. Wie man sieht, typisch lokaler Baustil. Alle Hotels in Raja Ampat sind eigentlich nach lokalen Baukriterien gehalten. Nicht unbedingt komfortabel, haben meistens nur Ventilator und keine Klimaanlage. Richtig traditionelle Bauweise, wie es halt in dieser Region einfach gehört. Das sind lokale Leute direkt von der Insel. Erwartet sie, wenn sie dort hier reisen, also nicht die Top-Hotellerie. Aber genau macht eigentlich das den Charme von Raja Ampat aus, weil das passt in die wunderbare Natur, ist Teil vom Erlebnis. Und auch der Blick unter die Wasserlinie, wie man da sieht, lässt erahnen, was für eine tolle Szenerie einen da erwartet. Egal, ob als Taucher oder aber Schnorchler, ich bin überzeugt, Sie werden begeistert sein. Der Korallenbewuchs ist ähnlich wie in Wakatobi oder vielleicht also gar gleich gut. Der Unterschied ist vielleicht, dass die Wasserqualität, nicht Qualität, sondern die Sichtweiten unter Wasser nicht ganz so gut sind in der Regel wie in Wakatobi, weil es einfach mehr Nährstoff im Wasser hat. Dafür ist die Fülle der Korallen ebenfalls schlichtweg grandios. Bis an die Wasser. Was aber dazukommt, ist halt schon der immense Fischbestand, den man da findet. Egal, ob das Schwarmfisch sind oder Grossfische, egal wohin das man schaut, man hat das Gefühl, das Leben pulsiert einfach an jedem Ecke und das ist schlichtweg ein Ultimatum. Da eine Impression von einem Steg, von einem Fischerdörfli, wo sich Millionen von Sardinen unter dem Steg bewegen, dort gehen schnorcheln und schauen, wie sich die Fischwolken bewegen, unvergesslich. Ein Kanal, Passage heisst der, wo man kann beschnorcheln und betauchen kann, wo die Äste von den Bäumen im Regenwald schier die Korallen im Wasser berühren. Ganz eine tolle Szenerie. Grossfisch, ja, gibt es natürlich auch in Raja Ampat. Eine gute Haipopulation, Wobbegongs. Das sind Grundhaie, die es im ozeanischen Raum gibt. Mantas. Also auch punkto Grossfisch ist sehr, sehr viel zu entdecken und Sie werden auch diesbezüglich auf Ihre Kosten kommen. Es ist aber sicher das Gesamtpaket Raja Ampat. Es ist Natur über Wasser, es ist die ultimative Tierwelt und Korallenwelt unter Wasser, wo in allen Bereichen einfach schlichtweg grandios ist, egal ob Korallen, Makro, Grossfisch, Fischwärme, das macht sicher Raja Ampat aus. Und eben die bescheidene Anzahl von Leuten, die bescheidene Art, wie die Destination erschlossen ist, gibt einem halt das Gefühl von einem Pionier zu sein und ein unbeschreibliches Erlebnis, das ich jedem möchte ans Herz legen. So, das sind ein paar Impressionen gewesen. Noch zum Abschluss meine Highlights. So, das ist gewesen. Ganz viel Inspiration und Information für heute. Ich hoffe, wir haben sich nicht lustig machen und davon können überzeugen.
dass es noch ganz viele tolle Gebiete gibt auf dieser Welt, die sich lohnen zu besuchen, wenn Sie Schnorchler sind oder eben auch leidenschaftlicher Taucher. Für weitere Informationen und weitere Ideen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, per Telefon oder neu auch per Videoberatung. Unsere Büros von Quoni Reisen oder das Reisebüro für Ihrer Wahl stehen Ihnen auch gerne zur Verfügung und vermitteln Ihnen gerne Tauchreisen in Manta. Ich danke für Ihr Vertrauen und hoffe, Sie früher oder später bei Manta Reisen dürfen Sie begrüßen. Besten Dank und auf Wiedersehen.